Ich rufe mal die Senior Hilton an. Okay, ich werde jetzt gleich auf eine Date fahren, die Capri. Natürlich. Also ich rufe erstmal die Kira an. Okay, lass mich hier am Würfelpark ran. Willst du hier raus? Ja, kannst mich lassen. Du hast Date, heute. Okay, die Capri. Niemanden sagen. Das bleibt zwischen uns beiden. Kein Problem. Alles gut, bis dann. Heute. Hey, Jungs. Hola, Abdel. Was macht ihr? Du, mit wem? Alles, ich fahre jetzt auf eine Date wahrscheinlich. Mit wem? Mit Herrn Hilton und Kira. Zu dritt? Mal schauen, sie. Kann ich mitkommen? Steig mal ein. Hier ist Riesenstreit zwischen Bürger und Polizisten. Wo sind Sie denn, Senior Hilton? Ja, ich habe jetzt die Mandy eingepackt. Okay, ja, wollen wir ein Doppeldate machen? Ich kläre auch eine Dame. Sehr gut. Wo treffen wir uns? Bei die Bootsgarage, bei die 67 unten. 67? Genau, Bootsgarage. Okay. Sag deiner Alten, soll ich was Schönes anziehen? Si. Adios. Bis gleich. Okay, du bist die Kapitän, okay? Naja, okay, mach. Was ist denn mit Kira? Warum? Mit wem telefoniert die denn da seit einer halben Stunde, verdammt nochmal? Will die mich verarschen? Abdel, markiere einmal die Busgarage bei die 67. Ja, mach. Hola, ja, Senior Hilton, ja, ich bin bereits da. Wo sind Sie? Meine Karte zieht sich gerade noch um. Wie, die zieht sich gerade noch um? Ja, ich hab dir gesagt, dass sie so wieder aus der Scheiße aussieht. Die soll gar nichts anziehen, verdammte Scheiße nochmal. Bringen Sie ihr das mal bei. Ja, die ist fertig. Okay, kommen Sie hierher. Ciao. Adios. Ja, ich komme. Verdammt nochmal. Mabel ist da. Was? Ja, die war im Casino, ja. Da waren sie. Hola, Mabel, was machst du denn gerade? Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft. Wo bist du denn? Ich bin gerade beim Autohändler. Bei wem? Autohändler war ich gerade. Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft. Kannst du dort warten? Ich komme gleich. Ja, okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Scheiß drauf, Kira, heb nicht ab. Ich habe jetzt ein Date mit Mabel. Warum kennen Sie sich nicht, Mandy? Ey, ich werde mir beide klären, Mann. Wir werden jetzt mit die Senior Hilton zusammen beide klären. Ich bin kein Mann für eine monogame Beziehung, verstehst du? Für offene Beziehung. Es ist eher eine offene Beziehung. Sieh, so kannst du das sehen. Eine offene Beziehung zwischen mir, meinem Hermano und die zwei Mädels. Und wer ist die Dame von Mandy. Herr Hilton? Mandy. Ach so. Sieh, was sagst du? Gut, noch, oder? Ich weiß noch, als Mandy entführt wurde. Von wem? Von Benner. Von Benner muss ich... Was? Ja, sie wurde damals entführt. Wie, die wurde damals entführt? Ja, weil ihre Jungs haben ja Farod eingepackt. Sie? Und dann haben wir Mandy eingepackt. Bist du mich? Farod hat Mandy eingepackt. Ja, damals. Willst du mich verarschen, Abdel? Farod war im Knast und er hat uns den Auftrag gegeben, diese Frau. Wir wussten halt nicht, wer sie ist. Du gottverdammter Puto. Ich konnte nichts dafür, Herr Marquez. Willst du mich jetzt kein... Was Hola, los? Mandy, du siehst so wunderberaubend aus, wirklich. Genau, Mandy, genau. Ich habe doch Mabel gesagt. Lüge! Ja, er hat Mabel gesagt. Ja. Ey, was ist los? Ey, Bro, bitte, ich bin so... Ey, komm, ich sage einfach gar keinen Namen mehr. Was ist los, Tessi? Mabel, hast du vielleicht kurz Zeit für mich? Ja. Okay, nehme ich halt einfach mit, so, okay. Du kannst auch einfach fragen, ob ich einsteigen kann. Und zwar folgendermaßen, Mabel, ich würde dich gerne einladen als Entschuldigung zu einem Date. Frau Rosso arbeitet bei uns. Wie bitte? Nee, ich telefoniere. Mabel. Ach, Herr Tasty. Sie. Zu deinen Informationen. Was damit denn? Du jetzt nicht irgendwie hier, keine Ahnung, was mit irgendwas mit dem ehemaligen MD da, Timmy, machst, ne? Was ist denn mit dem? Ja, ich war doch mit dem, ich war mit dem zusammen. Der hat eben Schluss gemacht. Warum hat der Schluss gemacht? Weil ich gesagt habe, dass er mir zu wenig Freiheit lässt, weil der wollte zu einem Geschäftsgespräch von meinen Vorgesetzten mit dabei sein. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Und der so, warum willst du mich nicht dabei haben? Ich so, das ist ein Geschäftsgespräch, was willst du denn? Dann habe ich ihm das gesagt, dass er mir mal ein bisschen mehr Freiheit lassen soll. Und ja. Was machen wir da? Ach du Scheiße. Mabel. Was machen wir dort? Ist das... Das ist so traurig, Mabel. Ich bin gerade mit Kannst du mich eigentlich mal runterlassen, bitte? Damit halt mal deine Schnauze, Abdel. Das ist Abdel. Du Scheiße. Mabel. Warte kurz. Leg auf, verdammte Scheiße, Mabel. Ja, warte, ich muss jetzt auflegen, Tito. Ja, kann sein, dass PG jetzt hinter dir her ist. Mabel, es tut mir so leid für dich, wirklich. Ach, alles gut. Glaubst du, kannst du darüber hinwegkommen? Bestimmt. Mabel. Ja? Ich möchte, dass du eine Sache weißt. Ich werde, solange ich am Leben bin, solange mein Name die El-Presidente... Tasty? Hola. Hallo? Hola, Jungs, alles klar? Was geht? Was machst du hier? Bin ich in eurer Hut gerade? Nein, bei Santa Sofia. Ach so, ja, ich war gerade bei der Durchfahrt. Ich wollte rüber. Ach so, ja. Alles gut. Hast du Kevin gesehen? No, warum? Ja, wir haben ein Problem mit dem.
Keine Ahnung, wo der ist. Okay. Abel, ich möchte nur, dass du weißt, dass egal was passiert, ich hinter dir stehe, okay? Wirklich? Solange ich am Leben bin, Mabel, wirst du auf dieser Insel nicht alleine sein. Solange ich, die El Presidente, die Tasty Marquez, die Señor El Cacalaco, die Mexican Sniper, die gottverdammte Mutter Kakalake. The next day. Hier, vor dir stehe, werde ich auf dich aufpassen. Komprende, Mabel? Das ist ja süß. Diese Blumen hat Herr Marquez extra aus Kolumbien für Sie geholt. Ich danke dir, Adel. Diese Blumen sind für dich. Geflogen. Das sind Orchideen. Danke sehr. Adel, nimm du die mal, Durang. Ja, okay, ich pack die wieder in den Koffer. Pack die wieder in die Auto. Ja. Komm mit, Mabel. Darf ich mich noch umziehen gehen? Ich habe was Besonderes für dich vorbereitet. Darf ich mich denn noch vorher umziehen gehen? No, du bist perfekt, so wie du bist. Ich mag aber den Anzug nicht. Mabel, wirklich, du bist eine wunderschöne Person. Okay, aber ich mag den Anzug trotzdem nicht. Ich wurde gezwungen, den anzuziehen. Alles gut, alles gut. Verdammte Scheiße, Senior Hilton, wir haben sogar die gleiche Auto. Verdammte Scheiße, wieso bringst du noch einen Typen mit, Mann? Das ist unser Chauffeur, der passt auf die Autos auf, während wir in der Fahrt sind. Stimmt's, Abdel? Ja, genau. Genau. Ich habe einen Privatchauffeur. Was hast du denn hier? Ist das Herr Hilton? Abdel, wolltest du nicht in meinem Club arbeiten vor ein paar Wochen? Nein, wollte ich nicht. Klar. Sag Walla. Walla. Wollte ich nicht. Wolltest du? Ich war vor ein paar Wochen noch bei Marquez. Sag Walla. Walla. Abdel ist einer meiner besten Männer. Okay, ich glaube, wir lassen das und gehen mal langsam auf die Boot. Vamos, Mädels. Heute Vierer oder was? Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder. Ist möglich, sag so. Wir machen das wie in alten Zeiten. Okay, dann muss ich beiden Aufmerksamkeit schenken. Gleichzeitig. Du auch. Natürlich. Wer ist denn die hübsche Begleitung von Tasty? Wie heißen sie? Mabel. Darf ich vorstellen, das ist die Herr Hilton. Guten Tag. Hallo Mabel, ich heiße Kevin. Freut mich, dich kennenzulernen. Das ist einer meiner besten Freunde. Also wenn du mit mir was hast, ist es so, als hättest du mit Kevin etwas. Alles klar, okay. Oh, Mandy, die sieht so sexy aus. Oh, Mandy, wow. Dankeschön, danke. Wow, Mabel, Mabel heißt du? Mhm, genau. Schöner Name. Wie bist du drauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Wurde er gegeben? Mandy, heute hast du wieder wirklich besonders schöne Augen. Danke. Sie leuchten amerikanisch, oder? Oh, schön. Wow. Okay, vamos. Oh, wow. Was habe ich denn hier? Schauen Sie mal, was ich vorbereitet habe für uns. Einsteigen. Mandy, einsteigen. Du kannst morgen telefonieren mit deinen Freunden. Mandy, los jetzt. Boah, guck dir diesen Arsch an, ey. Ja, hör mal, eure nassen Klamotten, die können wir ja zum Trocknen hier auf die, Sieh, also Mabel, deine Klamotten, die sind ja richtig nass, auch deine, Mandy. Mandy, setz dich mal. Setz dich ruhig. Oh. Yeah. Mandy, kannst du aufhören, überall deine Beine breit zu machen? Was mache ich? Ich muss hier kurz an meine Handy... So. Mandy, du sitzt ein bisschen breit. Ich muss kurz an meinem Handy ein bisschen was erledigen. Tasty. Ja, du musst Senior Hilton, ich fahre mal ganz kurz. Ich fahre auch mal ganz kurz. Mandy, hast du... Was machen Sie denn, Herr Hilton? Ach du Scheiße. Was machen Sie denn? Ich hoffe, das Segel noch glatt ist, Mann. Ach so, okay. Und Herr Hilton. Weißt du, Mikarinja? Jetzt ist das schon ein bisschen länger her, dass wir beide uns kennengelernt haben. Und ich muss dir eine Sache gestehen, Mabel. Als ich dich zum ersten Mal sah, in deiner vollen Pracht, muss ich sagen, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Weißt du warum? Ich habe Mabel und Mandy gesagt. Ich habe nur Mabel gesagt, das stimmt doch gar nicht. Ich meinte eigentlich auch euch beide, tatsächlich. Ja, das Ding ist, Leute, das ist noch ganz wichtig hier zu sagen. Tasty und ich, wir sind so enge Freunde. Dieser Abend, den wir gerade hier erleben, dieses Erlebnis, diese Gefühle, die wir hier haben, diese Worte, das kann man gar nicht. Das ist an alle, auch an mich gerichtet. An uns alle drei. Sieh. Auf jeden Fall, Mabel. Ja? Das erste Mal, wo ich dich sah, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Denn ich habe mein Leben lang gedacht, dass ich niemals eine Frau finden würde. Beziehungsweise niemals einen Deckel für die Topf finden würde. Für meinen Topf. Weil ich ein Mensch bin, der sehr oft aneckt. Ein Mensch, der einen Charakter hat, die nicht bei jedem gut ankommt. Aber Mabel, meine wunderschöne Prinzessin, meine wunderschöne Honigmelone, meine Prinzessa, meine Schmetterling, meine Wüstenrose, meine Lavendel- und Mandelblüte. The next day. Du bist die Frau, die ich vor meinem Leben haben möchte. Und du bist die Frau, die ich auch niemals an meiner Seite vergessen möchte, Mabel, Mandy. Ja, das ist echt krass, dass Tasty hier diese richtigen Worte für Mabel, Mandy gefunden hat. Ist das ein Kompliment? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Warum muss er sein?
Das ist ein Kompliment. Keine Frau. Schau mal, wenn du mir egal wärst, Mandy, und du würdest mich aufregen, dann wäre ich doch gar nicht so sauer. Aber weil du mir so wichtig bist, bist du die einzige Frau, die diese Wut in mir hervorrufen kann, dass ich dich einfach beleidigen will. Mabel, Mandy. Ja? Schaut mal, Mädels. Es gibt eine Sache, die ihr unbedingt wissen müsst, okay? Und diese Sache ist, dass mich und meine Hermano selten Frauen wirklich beeindrucken. Wir sind eigentlich schwer zu beeindrucken, weil wir vieles schon gesehen haben. Aber ihr beiden habt wirklich genau in der Mitte getroffen. Ihr habt uns beide verzaubert, weil ihr beide so schöne Charaktere seid, dass es mir einfach rätselhaft ist, dass ihr beiden existiert, dass es euch überhaupt gibt. Weil solche Frauen findet man normalerweise nirgendwo. Da muss man um die halbe Welt reisen, damit man überhaupt auf so schöne zwei Persönlichkeiten wie euch beiden trifft. Mandy. Ja? Sag mal, hat sich Tasty irgendwann in der letzten Zeit mal an dich rangemacht? Er wollte mir einen Song schreiben eigentlich. Ja, aber aus Spaß, wir sind doch auch nur Singles. Sie wollt, ich bin eine Künstler. Gerne ein bisschen Spaß. Ich bin eine Rap-Artist, verstehst du? Ich mache halt gerne so. Aber hier auf so einem Boot zu fahren, mit euch beiden, nur wir, das würden wir mit keiner anderen Frau machen. Wurde ich niemals. Haben wir wirklich noch nie gemacht. Was mit Kira, Tasty? Ich scheiß auf Kira, Mabel. Ich scheiß auf die, verstehst du das? Ja, liebe Grüße von Kira. Sie hat mich vorhin angerufen. Was hat sie gesagt? Ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Liebe Grüße an Tasty. Ach du Scheiße. Die will die ganze Zeit irgendetwas von mir. Aber ich habe ihr schon tausendmal gesagt, dass du die Einzige bist, Mabel. Ach, ich hatte was anderes gehört. Tasty, ich glaube, hier ist ein guter Ort. Wir können uns, glaube ich, hier hinstellen und dann können wir ein bisschen die Aussicht genießen, glaube ich. Sie. Lass dich drücken, Tasty. Weil ich liebe dich genauso sehr, wie ich alle hier auf diesem Schiff liebe. Ich liebe auch alle und jeden. Mabel. Was denn los? Weißt du? Oh nein, mach bitte, nein, ich lass Tasty. Nicht schon wieder Titanic. Mabel. Das hatten wir doch erst. Ich mochte dir jetzt einmal was sagen. Was machst du? Kevin? Kevin? Was macht er denn da mit dir? Scheiß drauf. Mabel. Was machst du da, Tasty? Ich mochte, dass du eine Sache weißt, Mikarinja. Du bist die Frau meiner Träume, gottverdammte Scheiße. Mabel, du bist die Frau, die ich später mal einen Ring auf die Finger geben mochte. Du, Mabel, bist die Einzige, die es jemals geschafft hat, meine Corazon so zu erobern, dass ich jeden Tag, egal ob ich aufstehe, egal ob ich frühstücken gehe, egal ob ich Mittagessen gehe, oder egal, ob ich Abendessen gehe, du hast mir bewiesen, dass ich Tag und Nacht, Mabel, Tag und Nacht nur an dich denken muss. Gottverdammte Scheiße, Mann. Okay, und Mabel, warum rufst du mich dann fast nie an? Soll ich dir sagen, warum? Hau raus. Das Weil ich es nicht mehr kann. Ich halte es nicht mehr aus, diese Schmerz, Mabel, ohne dich zu überleben. Diese Schmerz, dich nicht bei mir zu haben. Hey, was ist das denn da hinten? Da ist jemand mit, komm mit. Da vorne ist jemand. Wer ist das da? Hä? Oh, Scheiße. Wer ist denn da? Die Jetski? Wer war das? Hallo? Was ist los hier? Halt durch, Mandy. Ich glaub, was ist mit dir? Was ist mit Mandy? Ja, sie braucht Mund zum Mundfahren. Leg sie am Boden, schnell! Mandy! Ja. Komm her! Mandy! Atme, Mandy! Mandy! Atme! Ja. Atme, danke. Mandy! Atme! Ich atme schon. Mandy, du musst atmen! Mandy! Ja. Ist alles okay? Ja, danke. Verdammte Scheiße, Mann. Hast du noch Wasser in deiner Lunge? Dreh dich um, Mandy! Dreh dich um! Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit? Verdammte Scheiße! Ist die Wasser raus? Fast. Noch einmal! Damn, Slatteress! Alles draußen, Mandy! Scheiße, Tasty, merkt euch was! Danke! Dein Melo, nicht erst auf! Hier mal! Wo bist du, Mann? Hilton! Stopp das Boot! Verdammte Scheiße, Hilton! Steig ein! Hat dir es geschafft? Was machst du mit dir? Mabel, geht es dir gut? Hast du Wasser in der Lunge, Mabel? Sie braucht Mund zum Abatmen. Mabel! Mir geht's gut! Nochmal, hinterher, komm! Wer ist das denn, Mann? Spanner. Das ist ein Fisch, das ist ein... Da möchte irgendjemand unsere Sexparty hier stören.
Tasty, da will jemand unsere Sexparty stören. Was für eine Sexparty? Das ist eine Date. Achso. Machen doch keine Sexparty, Herr Hilton, ich bitte Sie. Das meine ich doch. Also, was haben Sie denn für Gedanken? Ekelhaft. Bah. Ja, Walla bah. Ich möchte mich nochmal bei allen anwesenden Frauen entschuldigen, weil Tasty hat nämlich angerufen und meinte, yo, lass mal eine Sexparty machen. Das stimmt doch gar nicht. Und ich habe gesagt, yo, ich möchte das nicht. Stopp, hör auf. Und er meint, er will machen. Ich habe damit nichts zu tun. Mabel, du kennst mich. So ein Wort würde ich niemals, vor niemand würde ich sowas sagen. Lüge. Na, ich hab Spaß gemacht, eine kleine Witz! Also, habt ihr gehört, Mädels? Habt ihr gehört? Ja. Witzig. Warte. Also, Mandy, steh auf. Was hast du denn mit dem Bot gemacht? Du hast die Bot gekriegt. Wie sollen wir die Bot wieder reinbekommen ins Wasser? Keine Ahnung, sah aber cool aus.